Als nächstes machen wir den Step Touch. Der ist auch bekannt aus anderen Sportarten, wie zum Beispiel dem Aerobic. Das ist einfach ein Schritt nach rechts und schließen mit links. Dasselbe in die linke Richtung, links, rechts. Beim Hip-Hop kommt jetzt dazu, dass wir generell schon eine Körperspannung haben, aber so ein bisschen locker sind in den Knien. Das heißt, wir gehen rechts und federn ein bisschen und gehen immer schön tief, wenn wir schließen. Wir schließen, genau, das kann man dann auch langsam zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder später, wenn es im schnelleren Tempo ist, kann man das auch einfach 1, 2, 3, 4 und so weiter zählen. Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Variationen, wie zum Beispiel Armeinsatz. Haben wir zum Beispiel 1, 2, 3, 4 oder 5, 6, 7, 8.